Also wieder weiterfahren. Ey, halt. Den brauchst du, glaube ich, gar nicht. Ich habe doch hier drin Sauerstoff. Vorsichtshalber. Und zurück zum Roanoke. Ja. Alias Overlord. Ja. Wenn sie meinen. Mensch, putz doch mal die Scheibe, ey. Jetzt sehe ich es tatsächlich, ja. Da scheint sich ein Riss gebildet zu haben. So ein leichtes Tearing in der Scheibe. Schön. Nee, halt. Und alle ab. Hallo, werte Minen. Jetzt, achso, muss man rausnehmen. Ah ja. Kann man nicht irgendwie ziehen. Bock, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Was? Ja, da brauchen wir drei. Wird nur der eine Satellit angezeigt. Vor allem in der Roanoke, nicht etwa um die Roanoke drumherum. Geht's dir gut mit den vielen Verfolgern? Sind das so viele Minen? 4 Stück. Gleich nicht mehr, aber... trotzdem. Ah ja, easy. Ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Jo. Jo. Da drüben ist eine Bank. Noch eins? Was soll's? Zeigt denn diese komisches Ding? Zeigt ins Schiff rein, das heißt, wir müssten hier irgendwo eine Luftschleuse haben. Ja, hier. B und dann auf mich. Ja. Also ganz versteckt. Ist halt wirklich innen. Du bist... ach, da unten. Okay. Hi. Hi. Schön. So, hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Genau. Anzug. Anzug.
Wir machen die beiden. Okay, Rig Upgrades. Das haben wir schön. Gut. So. Kannst eine Anzahl gleich auch nochmal upgraden, ja. Upgraden. Upgraden, ja. Natürlich, was denn sonst? Hallo Sucherbald, wie kommst du hierher? Gibt's auch nicht viel Neues. Ach, müssen wir zusammen raus. Okay. Ich schau halt mal, habe jemand so nett, die Schränke wieder aufzufüllen. Gibt echt nicht viel. Nee. Gut, ich meine, ist ja ein altes Lowlet. Oh, die Kiste habe ich auch wieder rekonstruiert. Das ist schön. Dann werden jetzt erstmal Medipacks gemacht. Das gleiche solltest du auch machen. So, das war's. Ich habe drei mittlere. Wir sollten jetzt alle Teile haben. Das reicht nicht. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ellie. Ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten, und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver. Eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Okay. Was, war bisher keinen neuen Anzug gefunden? Da wundert mich ja doch ein bisschen was. Nee, so komplette Anzüge sind nicht überall. Ja, aber man soll doch eigentlich auf Raumschiffen Raumanzüge erwarten können. Nee. Das ist ein Irrglaube. So, und dann wird's barrelt dann hintern. Wo kommt das Licht überhaupt her? Aus meinem Hintern. Wolltest du es ja wissen, ne? Ja, ist halt nicht so gesund, wenn er selber leuchtet. Wo er reflektiert würde, würde ich es ja verstehen, aber die einzige Lampe hier ist vor dir und da hast du Glasfasergedärme. Ja. Ah, da haben wir es liegen. Wolfram soll es echt öfter geben. Ja. Naja, einiges geupgradet, ey. Ebenso.
wieder fast keine Ressourcen mehr, ey. Ja, Wolfram hat bei mir halt jetzt im Endeffekt gemangelt. Ja, bei mir jetzt einiges. Altmetall, halb Energiewandler. Lauter Zeug. Da habe ich eigentlich noch genug, nur Wolfram fehlt halt. So. Hast du mehr Trefferpunkte als ich? Ja, aber. Ich glaube, ich habe die. Moment, ich kann kurz nachgucken. Ich habe die relativ hoch gepusht, ja. Nein, nicht wechseln. Rig Upgrade. Weil für das nächste braucht man ja dann 400. 100 Wolfram. Hast du so viel Wolfram gehabt? Nee, ich habe es auf Level 3. Ich nämlich auch. Oder sieht einfach so aus, weil du ja dieses komische Dreiecksformation hast und nicht nur gerade Säulen. Auch auf 3. Ja, müsste einfach nur so aussehen. Hm. Oder meins updatet einfach nicht. Wohin? Da raus. Okay. Base. Yay. Hui! Jetzt habe ich 400 Sekunden Luft. 420. Ja, ich glaube bei meinen 350 reichen eigentlich. Oh, das Ding kann man auch aufmachen. Ja, das scheint wohl irgendwie so eine Art Shot zu sein. Oh, das sollen wir machen anscheinend. Okay, nehmt beide Nachricht, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als nähere sich unser Flugfenster. Komm an Bord. Ja, das war das Ziel. Komm an Bord, da hinten. Okay. Ja, hier. Ja, wupp. Trägheit. Sehr hoch, wie sie runter. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht, die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Alles muss man selber machen. Unglaublich. So. Hoch. Das hat was gehört. Die Nadel ist gesprungen. Das wär's. Der Druck steigt an und bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Oh, das war schnell. Start aktivieren. Ja. Aktivieren. Oh, Geschütz. Darfst du auch feuern? Das ist glatter Selbstmord. Die Minen werden das Schiff in Stücke reißen. Das wird halten. Okay, Leute, mal sehen, ob das Ding fliegen kann. Oh je. Treibstoffleitungen offen. Sensoren online. Ich sehe Minen in 2000 Meter. Zielcomputer geht online. Okay, Isaac, Sie dürfen ran. Projiziere optimale Route. Auf Kurs bleiben und auf alles schießen, was uns in die Quere kommt. Schubdüsen, ein Viertel vor. Ha, cool, ich darf fliegen, du darfst schießen. Anscheinend. Ich muss hier weg, ey. Die Minen haben unsere Wärmesignatur erfasst. Sie kommen! Mach sie tot! Bin ich bei, aber die
Raketen sind so träge. Oh, Vorsicht, oh. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Da will ich oben drüber. Ah, leck. Da auch oben. Auch sehr faszinierend, dass das Schiff die Minen zwar selbst erkennt, aber nicht selbst abschießen kann. Das muss immer noch ich machen. Das sind... Ah, ja, einige. Gute Güte. 10 Sekunden bis zum Eintritt. 8, 7... Bleiben Sie auf Kurs, wenn wir im falschen Winkel reinkommen. Okay. Und jetzt wird's lustig. 3, 2, 1... Wow, ganz viel Zeug. Leck, oh leck, oh leck, an mir. Die Abdeckung löst sich. Blattschnall, es wird ruckelig. Höhentemperatur ist weit im roten Bereich. Wir kommen zu steil rein. Brauche Kurskorrektur. Unmöglich, wir verpassen unser Fenster. In diesem Winkel werden wir das Fenster nicht schaffen. Okay, ich schicke Ihnen einen neuen Vektor. Ja, genau. Was? Cool, das hat gar nichts gemacht. Wir fallen auseinander. Wir sind fast durch. Wie viele Raketen hat dieses Schiff? Boah. Ohne Schubdüsen fallen wir runter wie ein Stein. Scheiße. Moment. Ich muss die Tanks neu versiegeln. Ja, genau. Sauber. Übernehmen Sie die Steuerung. Was, wie, was, wie? Gott. Soll ich schießen und steuern? Das ist... Hey, Multitasking. Die Maschinen laufen wieder. Passt schon, hab schon. Alles fertig. Scheiße. Ja, da hat's wen erwischt. Nimm den Helm. Ich navigiere. Wow. Lecker. Ich kann nicht sehen. Wie hoch sind wir? Da ist Blut auf der Anzeige, ich erkenne dich. Oh, oh. Schön. Oh, oh, Alter, niemals. Alter. Ei, ei, ei. Ah, steuere ich das überhaupt? Ja. Ja, irgendwie schon. Steuerst. Oh. Ich feuere immer noch. Oh, ich kann da. Boah. Ist fast kaputt. Ja, ich kann da nichts sehen, ey. Wow. Huch. Tschüss. Ex in die Titten. Oh yeah. Oh, du bist auch noch da. Ich lebe auch noch, ja.
Mein Ding ist verloren gegangen, meine Lebensanzeige. Ah, ich hab meinen Helm noch. Kelle-Timer. Wärmequellen, okay. Okay, wärmer 37 geht's nicht. Oh. Welche mentalen Schocks oder sowas? Keine Ahnung. Wohin? Dahin? Keine Ahnung. Wir waren einfach so hier durch die Gegend irren, erstmal. Dahin ist das nächste. Ach, hier ist nicht mehr so kalt. Ellie, nein! Wir müssen da runter! Einen Scheiß müssen wir! Och! Ah, gut. Okay, jetzt haben wir einen. Guck mal, die Waffe ein Ellie geklebt, was? Halt. Ah. Dann komm her. Ja, ich hatte schon Feuer, danke. Das ist doch Wahnsinn! Hier ist nichts! Die andere Hälfte des Shuttles landete irgendwo hier! Kommen Sie! Oh, hallo. Plus zwei schon. Ah, minus eins nachladen. Glitzert was. Mark, niemand hätte das überleben können. Hören Sie mir zu? Ellie! Nein. Naja, Prioritäten. Ellie! Verdammt, langsam wird's echt arschkalt. 32 Grad. Da ist ja schon Feuer da vorne. Wärmen. Oh, Edik. Nicht. Ups. Nicht Ellie. Ist. Erhoffen Sie sich nicht. Gott sei Dank. Weg. Okay, da halt nicht. Videonachricht. Was, wo wir das, hä? Weg. Wartet. Ich sagte doch, sie schafft's. Ja, ja. Gut. Sie haben die Nachricht gehört. Den Leuchtfackeln nach. So, da ist ein Flare.
mal, warte mal. Ha? Da hinten war ein Spot für ein Sucherbot. Oh. Bin gar nicht mehr dran gedacht. Oh, das ist doch bestimmt hier mittendrin. Nee. Ach komm. Hinten raus? Wahrscheinlich. Da oben kommt man aber auch raus. Ich hab ihn jetzt hier gesetzt. Nee, ich will da hoch. Hier liegt doch noch Zeug. Ah ja, okay. Das ist aber auch nicht. Ja. Na, hallo, ich stehe im Feuer. Ja, hier geht's. Ich stehe weiterhin im Feuer. Oder kann mich nur an ausgewählten, handverlesenen Feuern wärmen. Ja. Ah ja. Ja. Okay. Doch noch nicht. Okay. Wir sind definitiv nicht allein hier unten. Was ist das? Isaac, das Ding könnte überall sein. Ellie muss hier entlang gekommen sein. Kommen Sie, wir können der Pipeline folgen. Pipeline. Na gut, wenn du meinst.